Kennst du dieses Gefühl, wenn dich eine Familie vollkommen in ihren Bann zieht, du Stunde für Stunde mit ihnen spielst und die Sims so lieben lernst, wie sie sind, ihre Geschichten, ihre Charakterwerte? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig. Ich habe mir vor kurzem einen Current Household erstellt und ich liebe diese Familie. Ich denke, es geht vielen von uns so und deshalb möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen heute in diesem Current Household Video. Ich habe mir die Familie vor ein paar Monaten erstellt und wollte immer etwas ganz anderes spielen als das Übliche, was ich so habe. Ich habe so eher die Großfamilien, die mich hier verfolgen auf meinem YouTube-Channel, die wissen das. Und ja, ich wollte mal im ganz kleinen Kreise versuchen, ein bisschen was zu spielen. Und ich möchte dir heute die Anastasia, das ist die kleine Säuglingsmaus, die hier links bei ihrer Mama auf dem Arm sitzt, und wir haben ihre Mama, die Valeria, und die sind hier in einem super süßen kleinen Häuschen in Oasis Springs und freuen sich drauf, heute euch ihre Geschichte zu erzählen. Ja, unsere Valeria, die ist aktuell Studentin und im ersten Semester und kommt bald ins zweite Semester, hat während dem Studium jemanden kennengelernt und hat ihre süße kleine Tochter von ihm bekommen. Leider hat die Beziehung nicht gehalten. Der Vater möchte auch aktuell keinen Kontakt zu der kleinen Maus. Und ja, eins hat zum anderen geführt. Die beiden haben sich kennengelernt, haben sich lieben gelernt. Und sobald sie dann rausgefunden hat, dass sie schwanger ist, hatte sie es ihm natürlich direkt erzählt. Er hat direkt gesagt, hier, nein, das geht nicht, das kann so nicht funktionieren. Sie hat dann rausgefunden, dass er in einer Beziehung ist. Nicht nur, dass er eine Freundin hat, sondern dass sie sogar verlobt sind, er und seine Partnerin. Und natürlich war sie dann die Affäre. Sie hatte sich von Anfang an gesagt, sie möchte nie die Person sein, die eine Ehe, eine Beziehung zerstört, und hat daraufhin direkt die Beziehung beendet. Aber das war es nicht nur das. Er hatte sogar ihr einen Antrag gemacht, unsere Valeria. Sie hat dann natürlich abgelehnt gehabt, weil sie das da schon wusste. Hat dann die gemeinsame Tochter auf die Welt gebracht, schlägt sich aktuell alleine durch den Weg. Und ja, wie man schon sehen kann, ist es bei der einen kleinen Mausi nicht geblieben. Denn sie hatten, bevor das alles rauskam, nochmal ein Techtelmechtel. Und ja, das hatte Früchte getragen, denn sie ist schwanger aktuell. Sie ist im zweiten Schwangerschaftstrimester und kommt in 4 Tagen ins dritte. Der Partner weiß noch nichts von ihr, von der Schwangerschaft. Aber damit ihr wisst, wer überhaupt der Partner ist, der gute Kerl heißt Noah. Und ja, da hat sich noch ein bisschen was weiterentwickelt, denn er ist mittlerweile sogar verheiratet mit Lola Olong. Und ja, es ist wirklich Single-Mom-Drama. Anders kann man es nicht nennen. Das ist ganz komplett was anderes, was ich sonst normalerweise spiele. Sie sind, wie gesagt, getrennt. Er hat sie betrogen. Er war halt auch wirklich so die erste große Liebe von ihr. Sie dachte wirklich, das hält für immer. Hat sich dann leider aber alles in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Mit seiner Tochter, der Anastasia, möchte er keinen Kontakt. Sie wird auch bald Geburtstag haben. Sie hat soweit alle Fähigkeiten schon gelevelt. Und ja, das wird noch eine harte Nuss werden. Wie man hier sieht, er zürnt über den Betrug. Er hat einen schwerliegenden Groll und ist tiefst verletzt. Hat sich natürlich schön erstmal aus der ganzen Affäre rausgezogen. Nein, da ist nichts. Tritra, trulala. Sie hat ihn mit der Verlobten damals, das ist die Dame, die man hier oben sieht, die Xenia, dann erwischt zusammen, wie sie zusammen essen waren. Er hat ihr natürlich das Blaue vom Himmel vorgelogen und natürlich unsere Valeria. Und ja, das ist der kleine Haushalt. Das ist mitunter einer der kleinsten Haushalte, die ich so habe. Wer mich kennt, wie erwähnt. Ich spiele hauptsächlich mit Großfamilien, Familie Thompson, Familie Winter. Hab natürlich auch eine Not-So-Berry-Challenge gerade am Laufen. Und ja, ich möchte dich hier ganz herzlich willkommen heißen, wenn du ganz neu bist, und wünsche dir heute ganz viel Spaß, denn wir werden heute so ein bisschen was angehen mit dem Noah. Zum einen müssen wir ihm die zweite Schwangerschaft verkünden.
Ich denke, dass sie da nicht so eine große Lust drauf hat. Auf jeden Fall müssen wir mit der kleinen Mausi kurz hier mal gucken, was sie hat. Okay, sie ist müde und sie hat Hunger. Dann würde ich sagen, stillst du sie einmal und dann versuchen wir sie noch ein bisschen schlafen zu lassen und werden dann so gegen 14, 15 Uhr versuchen wir ihn entweder einzuladen oder wir reisen irgendwo hin und versuchen ihn mitzunehmen. Es ist nicht so leicht. Sie hat ihn schon versucht mehrmals zu kontaktieren. Hier, wir müssen unbedingt mal reden. Kann doch nicht so weitergehen. Du willst deine Tochter nicht sehen. Sie hat bald Geburtstag. Und zwar hier am Donnerstag. Dann wird sie schon zum Toddler. Und ja, kurz noch ein bisschen was zu den Sims. Sie hat das Bestreben Supermutter. Hat da auch schon ein bisschen was vorangetrieben, ist im zweiten Bereich und muss nur noch dein Kleinkind, Kind oder deinen Teenager fünfmal maßregeln. Wie gesagt, von Berufsstatus, Karrierestatus ist sie aktuell Studentin. Sie studiert Theaterwissenschaft, möchte in dem Bereich dann auch gerne was machen. In welche genaue Richtung sie geht, weiß ich noch nicht, das lassen wir uns aber mal überraschen. Und sie ist ein ordentlicher, romantischer, familienbewusster, treuer Sim, der zudem gesellig, aber auch tollpatschig ist und sie liebt die Natur. Sie ist von Grund auf eigentlich ein sehr offener Typ, der nichts gegen Kinder hat. Sie ist da sehr neutral gegenüber, steht auf männliche Sims und ja, hat Angst vor Feuer. Es hat leider vor kurzem gebrannt in dem Haushalt und da hat sie noch die letzten Ängste und sie hat Angst davor, wieder betrogen zu werden. Wie man sieht, versteht sie sich nicht so gut mit allen Sims. Und wie sie so mal halt eine Studentin ist, sie ist viel in der Bibliothek, die kleine Mausi nimmt sie mit. Da hat sie dann in der Bibliothek jemanden kennengelernt, den David. Und die beiden haben sich von Anfang an echt sehr, sehr gut verstanden. Mal gucken, vielleicht kann er ihr das Gefühl von Geborgenheit, sich geliebt zu fühlen, wiedergeben. Deshalb, wir lassen uns den Weg mal offen. Auf jeden Fall bin ich wirklich hin und weg von dieser kleinen Familie. Die kleine Mausi entwickelt sich prächtig. Ich kann dir auch mal ganz kurz hier zeigen, was sie so für Merkmale hat. Sie ist ein gefühlsstarkes Kind, ist chaotisch beim Essen, ist am liebsten kuschelnd einschlafen und sie niest sehr häufig. Und sie hat gerade ein Bäuerchen gemacht. Und wie man hier sehen kann, sie hat schon fast alle Meilensteine erreicht. Das Einzige, was noch fehlt, ist Krabbeln und wahrscheinlich dann auch Laufen. Sie ist ein kleiner Schreihals, muss man dazu sagen. Und wir müssen hier einmal, ich glaube, die Windel wechseln, ne? Oder ist es die Mama, die jetzt ein bisschen stinkt? Okay, sie ist auf jeden Fall todmüde. Du musst sie bitte ins Bett setzen, Valeria. Gib ihr einen guten Nachtkuss. Sag süße Träume, mein kleiner Schatz. Und dann wirst du unter die Dusche flitzen oder gehst von mir aus auch baden. Trotzdem, dass er sie so dermaßen verletzt hat, oh, in dem Sinn sie wirklich von vorne bis hinten verarscht hat, möchte sie sich trotzdem mit ihm noch verloben. Wie gesagt, die beiden waren ein Herz und eine Seele. Sie hat auch halt überall die Bilder noch drin. Sie hat es noch nicht so ganz verarbeitet. Auch bei der kleinen Mausi haben wir die Bilder hier stehen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Haus. Wir haben hier das Kinderzimmer, hier ist das Badezimmer, hier ist ihr Zimmer. Für die Uni haben wir hier die Uni-Ecke, Lernecke und wir haben dann hier noch so ein relativ human großes Wohn- und Essbereich. Und hier hinten haben wir dann unseren Wäscheraum. Oh, und unsere Wäsche stinkt ganz schön. Ja gut, die hält bis später noch durch. Ja, ich bin schon mal sehr gespannt, ob sie einen Jungen bekommt, ein Mädchen bekommt. Jetzt aber hier verkaufen und alles gießen. Das ist nämlich so aktuell unsere einzigste Einnahmequelle. Unsere paar Flensies, die wir da draußen haben, weil wir aktuell auch noch keinen Unterhalt von ihm beziehen. Das heißt, das alles, was sie sich so erfarmt, kommt hier von den Flenslein. Und die müsstest du auch mal hier die Tulpen ernten. Waren das auch Tulpen? Nee, das ist Weinrebe, genau. Und sobald wir hier fertig sind, wir haben mitten Hochsommer. Und unsere Sims, unsere Nachbarn, die sind total glücklich, flitzen hier bei uns die ganze Zeit rum. Hat's halt auch keinen Sinn. Oh, ich sehe ihn schon. Er ist da. Okay. Oh, Meilenstein, erster Ausflug in den Park freigeschaltet. Wie cool. Ja, dann setz sie am besten mal wieder in die Rückentrage. Ich weiß, das wird deinem Rücken jetzt nicht unbedingt gut tun mit deiner riesigen Babykugel. Und wir ziehen die kleine Mausi einmal um.
um, weil es ist brütend warm, auch wenn es jetzt hier ein bisschen kühler ist. Machen wir hier ohne Füßchen und hier seht ihr sie einmal. Sie ist nicht sogar süß. Oh Gott, guckt sie euch an. Was ein süßer Fratsch. Die Mami hat auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also man merkt schon ihren Gesichtsausdruck, seinen Gesichtsausdruck. Und dann kommt unser kleiner Fratzi noch dazu, die natürlich auch volle Kanne keinen Spaß an der ganzen Situation hat. Okay, ich würde sagen, wir haben ihn auf jeden Fall in die Gruppe beigefügt. Wir werden uns jetzt einfach hier hinsetzen, dann kann die kleine Mausi hier im Bälleparadies ein bisschen spielen und wir versuchen eine Konversation unter Erwachsenen zu führen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen oder ob er oder sie sich komplett weigern und die Füße oder den Kopf in den Sand stecken. Man sieht, sie haben eine extrem rote Leiste. Das war wirklich der Obergau. Sie dachte, er sei die Liebe ihres Lebens. Es wird spannend. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal und bedanken uns dafür, dass er dieses Treffen angenommen hat, dass er erschienen ist. Und sagen, hier, wir müssen das unbedingt jetzt klären. Das kann so nicht weitergehen. Du musst auch Verantwortung übernehmen für deine Tochter. Und sie zeigt dann auch auf so eher auf ihren Bauch und sagt dann so, ja, das ist, du wirst nochmal Vater. Also das, ich bin schwanger von dir. Also, na dann, ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie er darauf reagiert, wenn wir ihm sagen, dass er Vater wird. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir ihm sagen, dass er, Ankündigung der Schwangerschaftsnachricht. Wir sagen das ihm jetzt, wir sagen hier, Noah, bevor du es auf andere Wege rausfindest. Oh Gott, ist der sauer. Oh Gott. Jo, die Reaktion hatte ich vermutet. Er reagiert nicht gut darüber, das war mir klar. Wo geht denn die kleine Mausi jetzt hin? Mal kurz gucken, Moment, was ist das? Okay, sie ist auf dem Weg irgendwo dahin. Nein, nein, du lässt sie bitte in Ruhe. Wir müssen hier, oh Gott, oh Gott, ups, wegen Ankündigung der Schwangerschaft. Nun, der Partner von Valeria hat die Nachricht ziemlich schlecht aufgenommen. Okay, sehr schlecht. Nagende Verbitterung. Valeria erklärt es. Er trägt es einfach nicht, in der Nähe eines Sims zu sein, gegen den sie einen Groll hegt. Oh mein Gott. Und sie hatte dermaßen Rückenschmerzen. Oh, bitten Noah, die Verbindung zu Sim zu lösen, mit dem betrogen wurde. Oha. Okay, ich habe mich mit dem RPO von Lumpino so ein bisschen auseinandergesetzt. Wir werden auf jeden Fall erstmal unseren Wohnungsschlüssel zurücknehmen, weil er kommt ja eh uns nicht besuchen. Also warum soll er einen Wohnungsschlüssel haben? Und oh Gott, wie er guckt. Oh mein Gott. Also, wenn Blicke töten könnten, so auf diese Art. Ei, mein Gott, okay. Und dann wird sie ihm ein paar Beziehungstipps geben und sagen, hier, du kümmerst dich nicht um deine Tochter. Das geht so nicht. Sie ist deine Tochter. Okay, jetzt flirten sie einfach. Nein, es wird nicht geflirtet. Ich weiß, du liebst ihn, aber nein, das geht nicht. Das tut mir leid. Du musst ihn jetzt erstmal ein bisschen anstauchen, kannst mal deinem Ärger Luft machen, sagen, du kümmerst dich nicht, so geht das nicht, sie ist auch deine Tochter und unser ungeborenes Kind ist auch dein Kind. Ich brauche deine Unterstützung, sonst schaffe ich das nicht mit meinem Studium, du musst dich um deine Kinder kümmern, ich verlange ja nicht, dass wir wieder zusammenkommen. Und sie sagt dann auch, jetzt hast du auch noch jemanden krabbeln freigeschaltet, die kleine Mausi hat krabbeln freigeschaltet, ja schön. Oh, er hat sogar ein Bild von seiner Tochter gemacht. Wow. Okay, was macht sie jetzt? Hinlegen. Okay, sie möchte sich hinlegen. Okay. Dann kannst du mal über egoistische Sims klagen und sag hier, du führst dich dermaßen egoistisch auf. Das geht so nicht. Ich brauche doch deine Unterstützung. Wenn du schon nicht aktiv an unserem Leben teilhaben willst, dann lass uns doch wenigstens finanziell unterstützen, dass wir da wenigstens abgesichert sind. Oh Gott, was weinst du jetzt? Was weinst du? In die Haie gehen. Okay, sie schreit leider immer, wenn sie in die Haie geht. Das tut mir leid, aber also für mich ist das Thema durch. Ich hatte von Anfang an, meine ich, kommuniziert, dass wir da nur was Lockeres haben. Das hat sie halt vollkommen anders verstanden. Kannst ja mal Beziehungsprobleme auch aufdecken und sagen, selbst wenn es für dich nur was Lockeres war, es ist Leben aus unserer Beziehung, aus unserer Liebe entstanden. Du bist Vater von zwei Kindern und es geht so nicht weiter. Also sie sagt, sie schafft das nicht ohne dich, also wie er sich das vorstellt. Und dann wird sie ihm mal die Schuld an dem Beziehungsproblem geben und sagen, hättest du von Anfang an
mich nicht belogen und mir gesagt, dass du eigentlich verlobt bist und hast mich selbst gefragt, dass du hast mich dann selbst gefragt, ob ich dich heiraten will. Sie sagte, das geht so nicht. Okay, jetzt wird sie irgendwas kritisieren. Wo rennt er hin? Stopp, du darfst jetzt nicht gehen, wir sind noch nicht fertig. Du hast sie ja noch nicht mal richtig angeguckt. Können wir ihm die kleine Mausi irgendwie vorstellen? Und sie sagt, guck da mal, das ist deine Tochter, die ist aus unserer damaligen Liebe entstanden. Und wir werden dann jetzt wahrscheinlich die Trennung in Betracht ziehen, werden ihm hier nochmal sagen, also wenn wir da nicht zu einer Einigung kommen, dann hat das Ganze keinen Sinn. Jetzt müssen wir die Partner beschweren. Und sagen, also wenn du wirklich keinen Sinn mehr da drin siehst, dann tut's mir leid, aber dann sehe ich da auch keinen Sinn mehr drin. Dann wird sie eine einvernehmliche Trennung machen, weil wir dann wegen dem Sorgerechtsstreit das besser regeln können. Deshalb werden wir eine dauerhafte Trennung einvernehmlich machen. Und zwar die Liebestod. Betrüger, der Partner von Valeria, beschloss, sich woanders umzusehen, um herumzualbern. Solch ein Vertrauensbruch konnte nur zu einem Ergebnis führen. Das werden wir auswählen. Und, nicht hinfallen, Schatz. Bitte nicht hinfallen. Ui, wie die kleine Mausi da rumtrollt. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt darüber freut. Okay, jetzt ein bisschen deprimiert. Aber er ist verheiratet, also kann es jetzt nicht so schlimm sein. Noah hat eine einvernehmliche Trennung zugestimmt. Okay, er hat sie zumindest schon mal zugestimmt. Das ist sehr gut. Aber, oh Gott, Trennungsblues. Es ist ein trauriges Ereignis im Leben eines jeden Sims, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Erste endgültige Trennung. Nun, du weißt, wie das ist. Man glaubt immer, dass die Dinge etwas dauern können. Man macht Versprechungen und glaubt den Versprechungen anderer Sims. Und dann passiert das Leben. Es bringt Distanz zwischen Wesen, die sich nahestehen, standen. Es fördert Konflikte, wo vorher noch Frieden herrscht. Es bringt Müdigkeit in eine Liebe, die ewig scheint. Und eines Tages zerbricht ein Paar wie das von Valeria. Oha. Oha. Betrüger, wegen Bitte, sich zu trennen. Der Partner von Valeria beschloss, sich woanders umzusehen und herumzualbern. Einvernehmliche Trennung. Valeria hat die Beziehung zu Noah beendet. Okay. Das haben sie geklärt, die zwei. Den letzten Punkt angehen. Wegen Sorgerechtsstreit vor Gericht ziehen. Über das Sorgerecht für das Kind entscheiden. Spiel. Spielerwahl. Wir nehmen das natürlich, weil wir wollen natürlich das Sorgerecht für die Kinder haben. Er wird sich eh nicht kümmern. Wir hoffen halt, dass er einen bestimmten Unterhalt zahlt. Das muss ja nicht tausende von Simoleons sein, aber zumindest eine gewisse Unterstützung, dass wir uns die Windeln, das Essen, Nannies zwischendurch mal leisten können, die während dem Studium, wenn wir in der Vorlesung sind, uns helfen können. Deshalb, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Oh, die ist kalt. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Und, genau, über Anastasia soll, wer wird das Sorgerecht für das Kind haben? Valeria sagt eindeutig, das Sorgerecht geht an mich. Ich glaube nicht, dass er da groß Einwände haben würde, weil er wollte ja eh nicht groß Kontakt zu ihr haben, zu der kleinen Maus. Und sie sagt, okay, gut, ich vereinbare einen Termin. Okay, das Sorgerecht wurde auf jeden Fall entschieden und sie war ja bei uns von Anfang an. Nun gut, wir sind uns einig. Okay, hat jetzt wirklich geklappt. Wow. Ach, Schatzi, warte, die Mama holt dich gleich. Und jetzt müssen wir mal gucken. Okay, versuchen, den Besitz güterlich zu trennen. Zuerst das Sorgerecht für das Kind zuweisen. Falls zutreffend, wenn du willst, dass der Kindesunterhalt ordnungsgemäß festgelegt wird. Okay, ich hoffe nicht, dass wir wieder so viel zahlen müssen. Aber wir gucken, also wir haben wirklich nicht viel Geld. Wir haben 5000 Simoleons. Ich meine, er hat auf jeden Fall mehr Geld. Und wie gesagt, ich möchte ja nicht, dass er uns 2000 Simoleons die Woche schickt. Das würde ja schon reichen, wenn er uns für beide Kinder 500 Simoleons die Woche schickt. Das würde vollkommen ausreichen. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob das jetzt gut ausgeht oder ob das schlecht für uns ausgeht. Ich hoffe, es geht für uns gut aus. Nimm sie doch einfach mit. Oder? Nee, du setzt sie erst ab. Okay. Ich bin mal gespannt. Drückt die Daumen, dass es positiv für uns ausfallen wird. Okay, sie kommt jetzt jede Sekunde zurück. Oh, er ist zurück. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Die kleine Mausi ist in die Tagespflege gegangen. Die habe ich jetzt mal dort abgegeben, damit sie in Ruhe schlafen kann, ein bisschen was essen kann. Er hält sich den Kopf schon so.
Ist das ein Zeichen dafür, dass das gut für uns ausgefallen ist? Wird er uns Unterhalt zahlen? Haben wir unser ganzes Geld verloren? Oh, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und? Und? Oh mein Gott, wir haben unser ganzes Geld verloren. Die Scheidungsbeamten haben entschieden, dass Noah Gelder von Valeria erhalten soll und haben dafür gesorgt, dass der anschließende Finanztransfer in Kraft gesetzt wurde. Was? Nein, wieso haben wir denn jetzt alles verloren? Das müssen wir jetzt nochmal machen. Sie wird jetzt einen Einspruch dagegen einlegen, sagen, Leute, hier, ich bin Studentin, ich habe keinerlei finanzielle Möglichkeiten und er soll jetzt das ganze Geld bekommen. Das funktioniert so nicht. Okay, sie legt Einspruch ein. Geld ist wichtig. Valeria ist frustriert über die Aufteilung der Finanzen nach der endgültigen Trennung von ihrem Ex. Oh mein Gott. Okay, sie kommen jetzt. Oh Gott, okay. Die Scheidungsbeamten haben entschieden, dass Valeria Gelder von Noah erhalten sollte und haben dafür gesorgt, dass der anschließende Transfer in Kraft gesetzt wird. Okay, jetzt haben wir 10.000 Simoleons. Oh mein Gott. Okay. Also er weiß, dass er Vater wird. Um Besuch des Kindes bitten. Ich glaube, das be bedeutet, dass sie sagen kann, hier willst du für das Wochenende deine Tochter mal haben? Das bedeutet das, glaube ich. Okay. Sie wird sich bei ihm jetzt nochmal bedanken und sagen, hier, schau mal, ich habe noch ein paar Babyfotos für dich. Die kleine Mausi entwickelt sich super. Ich bin dir sehr dankbar für den finanziellen Ausgleich jetzt. Damit kommen wir auf jeden Fall ein paar Jahre über die Runden. Wie gesagt, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du sie sehen möchtest. Ich hoffe, dein Interesse ändert sich noch ihr gegenüber. Und aber er ist voller Kanne angepisst. Deshalb, ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen nach Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, er ist volle Kanne angepisst. Also volle Kanne. Sie schreibt jetzt erstmal ihrer besten Freundin hier. Ich habe mich jetzt. Nicht hinfallen. Nicht hinfallen, bitte. In den Schlaf legen. Und dann, denke ich, geht sie auch schlafen. Und wird sich ein bisschen beruhigen. Das war ein sehr, sehr aufregender Tag für sie. Wäre es für jeden wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es doch. Hast du Hunger, Schatz? Warte, dann machen wir das noch. Oh Gott, die Mama, die ist fix und fertig. Die muss danach auf Toilette. Die braucht Spaß, die hat Hunger, die ist todmüde. Ich hoffe, dass da mit dem Baby jetzt nichts passiert durch den Stress. Aber wir können wirklich sagen, wir haben es geschafft. Sie hat das alles hinter sich gebracht. Wir gucken, was die Zukunft bringt. Mit 10.000 Simoleons sind wir für die ersten Jahre erstmal versorgt. Sie wird ja auch ihren Abschluss machen, heißt, sie wird auch irgendwann in eine Karriere gehen und wird dann ihr eigenes Geld verdienen. Aber für die erste Zeit sind wir, ja, versorgt, müssen uns jetzt nicht groß über die finanzielle Lage Sorgen machen. Ab hier rein, ab ins Bettchen mit ihr und sag, süße Träume, mein kleiner Schatz. So, und du gehst in die Haja. In die Haja gehen, genau. Und die Mama wird sich jetzt rucki-zucki hier nochmal fertig machen. Genau, gib ihr noch einen guten Nachtkuss. Sag süße Träume, kleiner Schatz. Und dann jetzt ganz schnell. Und jetzt wird erst wieder ein bisschen gequengelt. Ja, was eine Episode, was eine Episode. Aber ich bin wirklich so, ich bin hin und weg von diesem Haushalt. Ich bin so gerne bei denen. Das ist so was ganz anderes, als was ich in meinen Let's Plays habe. Ich hoffe, dass es dir soweit auch gefallen hat. Und falls du gerne mehr sehen möchtest von Familie Romanov, dann schreib es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Die Valeria wird sich jetzt noch fertig machen. Wir haben, wie viele Tage haben wir eigentlich noch bis du ins nächste Trimester fällst? 3 Tage. Okay, wir haben noch einiges an Tagen Zeit, bis es soweit ist. Wir werden jetzt noch ein bisschen was zu Abend essen. Sie holt sich hier schon so ein festliches Frühstück, glaube ich. Und dann werde ich sie auch schlafen lassen. Oh, wir haben ja bald Uni. Oh Gott, oh Gott. Wird eine kurze Nacht werden. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute eingeschaltet hast. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, komm, Pippa, Reineck.